In ihren jungen Jahren haben Tokyo Hotel schon mehr erlebt als andere in einem ganzen Leben. Seit sie 15 sind, stehen sie im Rampenlicht. Die Pose immer unnahbar, extrem cool. Mittlerweile sind die Zwillinge 20. Überraschend erwachsen und nachdenklich klingen jetzt auch die Worte, mit denen sie über ihre erste Zeit als Popstars sprechen. Also wir haben extrem viel Scheiße gemacht damals. Also das war echt so die Zeit, da hing man nur rum, da irgendwie wurde gekifft und da wurde getrunken und all so eine Sachen. Also da hing man eigentlich den ganzen Tag nur ab und hat sich irgendwie zugedröhnt mit irgendwas und dann, Also ich glaube, Drogen waren und Alkohol und so waren natürlich auf. Also man denkt das immer nicht so, aber ich glaube, da gibt es eigentlich fast niemanden, der irgendwie das nicht ausprobiert hatte. Auf Promi-Partys ließen die Zwillinge von Anfang an nichts aus. Die entsprechenden Schlagzeilen ließen nicht lange auf sich warten. Das war genau die Zeit, wo ich eigentlich gedacht habe, sogar ich bin Rockstar, ich nutze das jetzt hier komplett aus. Als so die ersten auch so negativen Sachen da drin stand und dann darüber diskutiert wurde über unser Alter und über Alkohol und über Partys und so, habe ich dann zum ersten Mal auch gemerkt, dass es, oh, da gibt es auch so eine Seite. Wie erklärst du das deinem Großvater? Gehst du nächsten Tag auf die Familienfeier und dann stehen da irgendwelche Schlagzeilen auch über dich in der Zeitung, kippt harte Drinks, hat die Frauen irgendwie auf dem Zimmer gehabt. Ja, also Tom hatte schon ziemlich einen Verschleiß an Mädchen, muss ich sagen. Ich hatte jeden Tag ein anderes Mädel mit auf meinem Zimmer. Nur ernst wurde es in Sachen Liebe nie. Für 100% Tokyo Hotel, das am 16. Oktober hier bei RTL zu sehen ist, erklärt ein ziemlich nachdenklicher Bill, warum. Wenn ich jetzt mich verlieben würde und was erstmal schon wäre, wie im Lotto zu gewinnen, glaube ich, in meiner Situation, dann könnte ich ja nie eine Beziehung aufbauen, ohne dass es jemand merken würde. Ich müsste jemandem Bescheid sagen, und diejenige würde dann aufs Zimmer geholt werden wahrscheinlich. So wird der Preis, den Tokyo Hotel für den Ruhm zahlen, schnell klar. Wir haben ein Grundstück mit einem Garten und das ist eingezäunt und da ist ein hoher Zaun. Und da kannst du halt nicht weiter gucken als bis zum Zaun. Und sonst fahren wir mit Autos durch die Gegend, die schwarze Fenster haben und also man kommt ja nicht raus. Heute erscheint ihr neues Album Humanoid. In der nächsten Zeit wird der Freiraum von Tokyo Hotel daher wohl nicht größer. Aber zumindest gehen sie heute anders mit den Problemen um. Eben irgendwie erwachsener.